Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen. Ich glaube, diese lange Challenge hier, when life gives you lemons. Woohoo. Okay. Wir müssen bis Mams Fuß. Das ist super. Ich habe nämlich kaum Zeit. Wir haben Quaker Charge und die Nonnenhaube und... Yeah. Das heißt, wir können in jedem Raum unsere coole... Limone einsetzen. Das ist nett. Ja, sterbt alle! An meiner Limone. Oder so. Und wir haben eine Lemon Party Pille. The Pack gefunden. Alles geil. Alles geiler Stuff. Oh Gott, ist diese... Alter, ich wusste gar nicht, dass die so stark ist. Wie mache ich das? So und so. Sehr gut. Ist hier der Geheimraum? Ja, lol. Das ist nett. Nehme ich mit. Taste like burning. Ich weiß nicht, was es bringt, aber irgendwas wird es bringen. Oh Gott, ist die OP! Ich wusste gar nicht, dass die so strong ist. Was? Alter. Skaliert die mit unserem Damage? Das würde ich gerne mal wissen eigentlich. Aber Alter, ist die OP. Superformen sind einfach easy. Ha. Oh lol. Das ist nett. Ich brauche nichts mehr. Wir müssen eh nur mal ums Fuß besiegen. Oh Gott. Zack, okay. Komm her, da ist er. Okay, hier ist ein Kampfraum, in den wir nicht reingehen können, weil wir zu wenig Leben haben. Wir haben nicht genug Leben. Was darf jetzt nur kein fliegender Gegner kommen? Also kein fliegender Boss. So Duke of Flies mäßig, weißt du? Das hier nämlich ein bisschen bad. Können wir unser schönes Space-Item nämlich nicht benutzen. Einfach nur mit den Limonen. Mit der Limone. So. Woo. Alter, ist das geil. So viel Damage, ey. Ich glaube, ich werde die jetzt öfter mitnehmen. Ist ja übel strong. Ist ja übel strong. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Haben wir. Nice. Kommt den jetzt auch noch. Schön. Wir droppen nichts. Alles klar. Limone. Es ist so stark. Und wir haben es einfach jeden Raum durch unser Space-Item. Das ist schön. Unser Item. Quaker Charge. Das ist ein fliegender Gegner, ne? Wir machen hier keinen Damage an ihm. Schade. Loki. Horny. Loki ist aber auch ein fliegender Gegner, ne? Stimmt. Oh, jetzt müssen wir den so besiegen. Ist das anstrengend. Komm, spawn deine Bomben, damit du dich damit selber umbringen kannst. Das wäre richtig nett von dir. Ja, komm. Nein, der Explosionsradius. Ja, nein, es war zu spät. Oh Mann. Aber komm, den haben wir gleich, den haben wir gleich. Komm, komm, komm. Ist das dein Ernst? Ja, okay, wir haben ihn. Nice. Und Devil Deal bekommen wir auch. Range up erstmal und Brimstone. Der wird doch mitgenommen. Wird doch mitgenommen. Heieiei, okay. Das wird eine easy Challenge. Und ein ziemlich kurzer Part für euch. Außer ich krepiere jetzt, was ich hoffentlich nicht tun werde. Digga, so viele Bomben. Was soll ich denn mit den ganzen Bomben? Wir haben schon wieder Curse of the Lost. Ist es denn Ernte? Kann doch nicht Warstein. Ach, Mann. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Und noch eine Bombe. Alter. So viele Bomben. Mann, ich weiß halt nicht, wo die Geheimräume sind oder wo wir circa lang müssen. Weil wir haben keine Karte. Richtig toll ist das. Ach, oh komm. So viel Leben hatte der noch. Ich habe erwartet, dass ich den eigentlich besiege. Noch rechtzeitig. Aber wie es aussieht, nicht. Wie es aussieht, nicht. Ein Schlüssel, scheiß drauf. Wir brauchen keinen Stuff. Nur die Batterie. Denn die ist cool. Oder so. Oh Gott.
Wir machen aber irgendwie nicht so wirklich Damage, ne? Gehen wir mal hier rein und wir haben ein blaues hier. Eine Karte, ist das eine Joker-Karte? Ace of Clubs. Nö, ich will meine Limonen-Party behalten. Ace of Clubs verwandelt alles, was auf dem Boden liegt, in Bomben. Also in dem Raum, in Bomben. Schade, dass das nicht... Oh, Two of Clubs, wow. Schade, dass das nicht Ebenen, ich meine, raumübergreifend ist. Sodass es auf jedem Raum der Ebene so ist. Das wäre super. Das wäre irgendwie voll cool. Gott, Spinnen! Ich hasse Spinnen. Okay, und letzte Spinne. Okay, und hier ist der Boss, schön. Alter, wir machen ja so wirklich kein Damage, ne? Alter, what? Wir machen ja wirklich kein Damage so. Ich wollte eigentlich das einsetzen. Okay, komm, jaha. Und noch ein Devil Deal und eine Pille. Zweimal Lemon Party, dein Ernte. Goathead, ist das dein Ernte? Ja. Okay, ich muss aufpassen. Ich darf nicht sterben. Oh, super. Ja, gut. Alles an. Ich habe gerade Sound kontrolliert. Ich habe schon wieder Angst gehabt. Oh Gott, ich will das machen, aber ich habe keinen Bock, von einem Pilz getroffen zu werden. Das heißt, ich stelle mich hier unten hin. Okay. Wenn Pilze explodieren, können die einem halt Schaden zufügen. Und das wäre nicht so doll. Okay. Super. Und noch eine Bombe. Wow. Also, die ganzen Bomben brauche ich, auf jeden Fall. So viele Bomben. Ich meine, ich habe so wenig. Und ich sprenge so viel. Denn wir haben keinen Brimstone, mit dem wir übel viel Schaden zufügen können, nein. Obwohl, für sowas dann halt. Solange ich nicht wieder... Ach, komm! Okay. Bombe hinlegen und schießen. Okay. Kein Leben. Ich darf halt nur nicht auf diese Zacken kommen, Alter. Das wäre nämlich richtig schlecht. Und dann wären wir tot. Tot. Ach, komm. Komm. Nice. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss nämlich circa in 10 Minuten oder so los. Und ich schätze aber, das packen wir easy auf jeden Fall. Bis dahin habe ich diesen Part beendet. Als ob. Okay, wir nehmen Tamis Head mit. Denn damit passiert jetzt das. Wir sind nicht OP, nein, wir sind nicht OP. Dieses Base-Item ist halt um einiges geiler als das, was wir eben hatten. Tut mir leid, liebe Lomone, du bist schon geil. Bist schon strong. Aber Tamis Head und Brimstone ist halt einfach viel geiler. Guckt euch das an. Oh Gott, ist das geil. Okay, ich will dieses blaue Herzchen haben. Gib mir Geld. Nein! Irgendwo Geld? Okay, kein Geld. Den haben wir hier. Hi, Gertie. Tschüss, Gertie. Zack, und durch Quicker Charge lädt sich das Item sogar auf. Ich hätte dieses... Obwohl, der Devil, die bleibt offen, ne? Aber wir brauchen kein Guppy-Item. Scheiß auf Guppy-Set. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind in Necropolis 1. Das ist nett. Ach komm. Zack. Scheiß auf Bomben. Wir brauchen gar nichts mehr. Wir haben Motherfucking Brimstone plus Tamis-Set. Wir brauchen nichts. Außer vielleicht eine Münze. Okay, und Leben. Leben bräuchten wir vielleicht auch. Das ist so das Einzige, was ich noch gerne haben wollen würde. Bisschen Leben. Ach komm. Und Damage wäre eigentlich auch schön. Obwohl wir halt... Na okay, wir sind OP. Wir brauchen kein Leben. Kein Damage. Nur Leben. Und kein blaues Herzchen leider. Okay. Justice kann auch blaue Herzchen droppen. Darauf habe ich gerade ein wenig gehofft, aber leider nicht. Leider nicht. Ist hier ein blaues Herzchen. Nein, aber ein geiles Item, was ich haben will. Double Charge. Das heißt, wir setzen das Base Item zweimal ein. Zwei fucking Male. Das ist so geil. Das ist an. Schön. Das ist geil.
Hier könnte der Geheimraum irgendwie sein. Ob der? Ja, war sogar. Cool. Komm. Oh, ist nicht dein Ernst. So, hier. Verb, okay. Jera? Jera? Degas? Ist ein Edge? Haglas? Nochmal Jera. So, hier. One makes it smaller. Nee. Scheiß auf Jera. Obwohl, Jera können wir halt mitnehmen, falls wir Geld finden. Irgendwie Nickel oder so. Dass wir den duplizieren können. Das wäre ganz cool. Wir haben halt da nochmal Jera, also noch ein paar Jeras rumliegen. Das heißt, wir dürften eigentlich das Geld zusammenbekommen. Schätze ich jetzt mal. Bisschen mehr Speed wäre schön, oder? Damit wir noch ein bisschen schneller durchsprinten können. Ich weiß, es ist nur eine Challenge, die bis Mom geht. Aber Geld will ich halt trotzdem. Also ich will diese Kombi haben, Alter. Deswegen mache ich jetzt hier auch das Feuer aus. Holen wir noch ein blaues Herzchen. Das Geld hole ich mir auch. Wir haben genug Bomben. Zack. Ah, boah, warte mal. Das kann ich gleich duplizieren sonst. Ja, und ich glaube, ich dupliziere es auch gleich. Oh, Mams Hände. Ist das denn ernst? Komm runter. Danke. Danke. Noch eine Hand. Okay. Hey. Hey. Und bay. Okay. Okay, erstmal duplizieren. Dann haben wir 4 Münzen, ne? Genau. Was haben wir hier drin? Noch ein Jobkeeper mit gar nichts. Oh, ich muss jetzt ganz zurücklaufen, ey. Oh, Mann. Außer wir finden hier 4 Münzen. Okay. Okay, ich muss ganz zurücklaufen. Schön. Spaß. Ich will halt diese Kombi haben. Diese Kombi ist so OP. Aber ich hab nur noch 5 Minuten oder so. Aber dafür können wir gleich dann auch schnell durchsprinten. Ich gehe auch in Zacki-Zacki-Raum, komm. Wenn schon, denn schon. Okay, ich muss nicht zurücklaufen. Zack. 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 Okay, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Den Sound zwar nicht gehört von der Steam-Nachricht, aber eine Nachricht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der... Nein, ich habe es, glaube ich, ausgestellt bei diesen Aufnahmen. Von Isaac, glaube ich. Schon, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, zack. Double Charge. Und gleich seht ihr, was ich meine. Oh, das ist so geil. Double Damage! Double Brimstone halt, ey. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay, davon brauche ich nichts. Nichts, 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 nichts. Und schnell weiter. Kommt, Leute. Wir speeden jetzt schnell durch. Holen uns Moms Fuß. Beziehungsweise Mom halt. Snacken uns die blöde Kuh. Oh, so OP. Hätten wir alles getroffen zumindest. Komm. Hä? Nice. Okay. Tschüss. Oh Gott, ey. Das ist so krass. Tschüss. Dein Ernst? Ich glaube eher links geht's zum Boss, aber wir gucken trotzdem hier oben. Okay. Alter, das ist ein neuer Raum. Das ist ein netter Raum vor allem. Das ist ein schöner Raum. Hoi. Das war ein cooler Raum. Ein sehr cooler Raum. Den Raum könnte ich gerne öfter bekommen. Hey. Hey. Hey! Zack. Zack. Machen wir schnell den Boss-Rush? Kommt noch mal, was hier drin ist. Nee. Nö. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wow, ne? 14 Minuten. Card Against Humanity. Okay. Schöne Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.